So, dann wollen wir einmal gerne starten. Für mich ist das eine ganz besondere Freizeit, denn vor genau 7 Jahren bin ich das erste Mal auf einer Sommerfreizeit mit gewesen, damals noch zarte 17 Jahre. Also wie alt bin ich jetzt? 19. Ja, genau. Jünger geworden, ich bin 12. Genau. Und deswegen für mich etwas Besonderes, weil ich auch erfahren durfte, wie Gott in meinem Leben auch gewirkt hat, wie er mir den Segen gegeben hat, dass ich Verantwortung übernehmen durfte aus seiner Gnade heraus. Und ich freue mich einfach, dass so viele neue Leute hier sind. Wenn ich mich daran erinnere, wie es vor 7 Jahren war, dass wir Leute da waren, das ist nur noch ein Bruchteil der Leute. Wenn ich jetzt reingucke, sehe ich spontan jetzt keinen. Und es ist einfach so krass, dass so viele neue Leute dabei sind. Ja, da hinten, ja, ich weiß, ja. So, heute geht es weiter mit der zweiten Message dieser Freizeit. Gestern durften wir bereits vom vorausgegangenen Segen der Erwählung hören, von Andi. Und dass wir in Gott wirklich allen geistlichen Segen bereits empfangen haben. Und eigentlich ist der heutige Textabschnitt so eingeteilt, dass man daraus thematisch 2 Predigten machen könnte. Das heißt, die Verse 11 bis 14 in meinem Text sind im Grunde genommen die direkte Fortsetzung von der Predigt von Andi gestern und die Zusammenfassung von dem, wobei die Verse 15 bis 23 dann thematisch wiederum einen etwas anderen Abschnitt bilden. Trotzdem greifen mir auch diese Verse das Thema von dem ersten Abschnitt auf. Damit es jetzt nicht zu durcheinander ist, würde ich sagen, steigen wir in den Text ein. Und zwar befinden wir uns bei Epheser 1, Verse 11 bis 23, haben wir heute in den Gruppenarbeiten schon gelesen. Ich lese einmal vor. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, damit ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand ist, unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe an der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er wirksam werden lassen, indem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. So, ich warne euch schon mal vor, wir werden heute viele Bibelstellen lesen. Das heißt, immer griffbereit haben, die Bibel. Und wie ich schon erwähnt hatte eingangs, unser Predigtext unterteilt sich in 2 Teile. Einmal die Verse 11 bis 14 und einmal die Verse 15 bis 23. In den Versen 11 bis 14 spricht Paulus über das Ausmaß der Segnungen aus den Versen 3 bis 10, die wir von Andi gehört haben, und darüber, welche Stellung wir nun in Christus haben. Und in den Versen 15 bis 23 spricht Paulus, oder betet besser gesagt, persönlich für die Epheser. Er betet darum, dass sie wirklich von Herzen erkennen mögen, wer Gott wirklich ist und was die Fülle seiner Herrlichkeit überhaupt bedeutet. Und deswegen lauten meine beiden Hauptpunkte, unter die ich die beiden Mini-Predigten unterteilt habe: erstens, wir sind Gottes Volk, und zweitens, Gebet um Erkenntnis. Also zum ersten Punkt kommen jetzt gleich noch 3 Unterpunkte, zum zweiten auch noch 3 Unterpunkte, aber der erste Punkt ist erstmal, wir sind Gottes Volk. Nachdem Paulus die geistlichen Segnungen aus den Versen davor beschrieben hat, die Gott seinem Volk in Christus gegeben hat, fügt er einen weiteren Abschnitt hinzu. Also wir reden jetzt über die Verse von gestern von Andi, und er fügt die Verse hinzu, die wir bereits gelesen haben. Ich will sie noch einmal vorlesen und noch einmal Betonung auf bestimmte Wörter geben. Und zwar Vers 11 wieder. In ihm,
in welchem wir, das heißt die Juden und Paulus selbst, Paulus war von jüdischer Abstammung, auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir, das sind jetzt wieder die Juden gemeint, zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr. Das ist eine andere Anrede. Die Nichtjuden, damit sind die Epheser gemeint. Die Nichtgläubigen, die nichtjüdischen Gläubigen sind damit gemeint. Nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, eine Wiederholung, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist. Jetzt sind alle Gläubigen eingeschlossen. Bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Wieso benutzt Paulus hier verschiedene Anredemittel? Paulus spricht hier von der Versöhnung zwischen Juden und Nichtjuden. In Kapitel 2, Vers 16, er führte das Ganze nochmal ein bisschen mehr aus. Aber wir können hier schon einmal sehen, dass dies nur geschehen konnte, weil unser Predigttext beginnt in ihm, also in Christus. Das Ganze konnte nur in Christus geschehen, diese Versöhnung. In Christus hat die Versöhnung stattgefunden. In ihm werden nun auch beide Lager zusammengetan und beide Parteien werden nun zu einer Einheit zusammengeschweißt. Die Epheser und alle anderen Gläubigen, Nichtjuden, wurden zum Volk nun hinzugetan. Und so, wenn ich nun vom Volk Gottes spreche, also wenn ich das benutze Volk Gottes, dann meine ich nicht nur die Juden, sondern ich meine jetzt alle. Und ich glaube, dass der Text uns drei wichtige Wahrheiten über Gottes Volk aufzeigen will, die wir in den Versen 11 bis 14 finden werden. Einmal mein erster Unterpunkt lautet, Gottes Volk ist Gottes Eigentum. Vers 11 spricht davon, dass wir ein Erbteil erlangt haben. Heute Vormittag waren wir uns in der Gruppenarbeit haben wir uns ausführlich darüber beschäftigt, was ein Erbe ist. Ich glaube, da konnte man eigentlich ganz gut jeder was dazu sagen. Und die Frage ist aber nun, auf welche Erbschaft bezieht sich hier Paulus? In Hebräer Kapitel 1, Vers 2 lesen wir, dass Gott der Vater seinen Sohn Jesus zum Erben über alles, von allem gesetzt hat. Das heißt, dass jegliches Erbe, was wir empfangen haben, wir nicht mit ihm, sondern in ihm empfangen haben. Er ist der Herr und das Haupt über alles und jeden. Epheser 1, Vers 22. Und nur in diesem Rahmen, in dem Rahmen des Opfertodes von Jesus, seinem Tod am Kreuz für unsere Sünden, konnten wir das Erbe in ihm empfangen, konnten wir das in ihm empfangen. Und was ist nun der Inhalt dieses Erbes? Darüber habt ihr bestimmt auch gesprochen. Meine Auslegung, meine Antwort ist, alle geistlichen Segnungen, die er uns gegeben hat. Alles, was er uns gegeben hat. Ich zähle euch einige auf. Zum Beispiel unser Stand vor Gott, dass wir heilig und tadellos sind. Das finden wir im Text in Vers 4. Unsere Begnadigung in Jesus Christus, das finden wir in Vers 6. Unsere Erlösung durch sein Blut und die Vergebung unserer Schuld, das finden wir in Vers 7. Unsere Rechtfertigung allein durch Gnade, Römer 3, Vers 24, da springen wir ein bisschen weiter zurück. Unsere Versöhnung mit Gott, Römer 5, die Verse 1 und die Verse 10. Unsere Versiegelung mit dem Heiligen Geist, das finden wir wieder in unserem Text in Vers 13. Und letztendlich unsere Umgestaltung in das Ebenbild Jesu Christi, unser Heiligungsprozess, wo wir einmal hinkommen wollen, Römer 8, Vers 29. Wenn du zu Gottes Volk zählst, dann hat er dir nichts vorenthalten. Jede Segnung hat er dir gegeben, alles, was du brauchst. Ist das nicht wunderbar? Sagt ihr Amen dazu? Und ebenso wie wir Erben geworden sind und alles Wunderbare geerbt haben, sind wir auch selbst ein Erbe geworden, als wir zu Gottes Volk hinzugetan wurden. Denn für mich ist es ersichtlich aus 5. Mose 32, Vers 9, wo drin steht, denn das Teil des Herrn ist sein Volk, Jakob ist sein zugeteiltes Erbe. Oder gesegnet ist das Volk dessen Gott der Herr ist, das Volk, das er als sein Erbe auserwählt hat. Psalm 33, Vers 12. Wir, die wir zu Gottes Volk gehören, sind sein Erbe. Wenn man so will, wie es in der Überschrift steht, sein Eigentum. Und das Problem ist dabei, viele stoßen sich an diesen Gedanken, Eigentum zu sein von jemand anders. Und es ist oft nicht im Einklang mit der Selbstbestimmungsideologie, die unsere Welt so feiert in unserer heutigen Zeit. Die Welt lehrt uns, du gehörst dir selbst. Wir gehören uns selbst. Nur wir bestimmen, wie es uns geht. Nur wir bestimmen, was wir mit unserem Körper machen.
Alles andere ist für sie Fremdbestimmung und löst in ihren Herzen heftige Proteste aus, Widerstand und manchmal sogar Hass. Ich war einmal, als wir in Berlin waren, auf einer, es hieß das Marsch des Lebens war es, glaube ich, und Leute, wir haben dafür eingestanden, gegen Abtreibung zu sein. Wir haben dafür eingestanden, dass das einfach aufhört, dass diese Kliniken einfach zumachen, dass das reduziert wird. Und ihr wisst nicht, mit was für einem Hass uns die Leute entgegengekommen sind, weil sie nicht verstanden haben, dass wir Gottes Eigentum sind. Aber wie sehen die Tatsachen denn tatsächlich aus? Gehören wir wirklich uns selbst? Haben wir uns selbst erschaffen und uns selbst ins Leben gerufen? Wurden wir gefragt, ob wir geboren werden wollen? Haben wir uns selbst unsere Begabungen und Talente gegeben? Wir können nicht bestimmen, wie lange wir leben oder wie lange wir gesund bleiben. Die einzige Tatsache ist, dass wir in völliger Abhängigkeit von Gott leben. Und das ist so, das ist Fakt. Und das ist, egal ob du es akzeptierst oder nicht, es ist so. Und Gottes Eigentum zu sein bedeutet nicht, versklavt zu sein, sondern ein Teil seines Reiches zu sein und teilzuhaben am Schutz, den er uns geben möchte, an den Privilegien, die er uns geben möchte. Und um dasselbe zu sagen wie der Psalmist in Psalm 119, du bist mein Schutz, dürfen wir als sein Eigentum sozusagen die Bürgerrechte seines Reiches genießen. Das sind quasi die himmlischen Bürgerrechte, die wir haben. Und keiner kann uns aus seiner Hand reißen. Gottes Volk ist Gottes Eigentum. Und wenn wir das verstanden haben, können wir uns eine weitere Frage stellen. Wie sind wir Gottes Volk geworden? Paulus beantwortet die Frage mit einem Hinweis auf Gottes Willen. Das heißt, mein zweiter Unterpunkt lautet, Gottes Volk hängt von Gottes Willen ab. Wir sind zu Gottes Volk geworden durch den Willen Gottes. Wir haben viel über den Willen Gottes auch gehört, dass der Wille Gottes uns Menschen auserwählt hat. Er bestimmte uns, seine Kinder zu sein, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Epheser 1, Vers 5. Und er hat uns wissen lassen, dass das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, Epheser 1, Vers 9. Und letztendlich sind wir auch Erben geworden, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Das lesen wir in Epheser 1, Verse 11 und 12. Und unser ganzer Bibeltext ist voll mit Hinweisen auf Gottes Willen, seinen Wohlgefallen oder seinen Vorsatz. Da Andi gestern schon ausführlich über das Thema gesprochen hat, möchte ich eigentlich gar nicht zu tief einsteigen, aber sogar Christi Opfertod am Kreuz war von Gott von jeher geplant und festgelegt und wurde so auch durchgeführt. Apostelgeschichte 2, Vers 23. Diesen, er meint damit Jesus, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen, durch die Hände der Gesetzlosen am Kreuz geschlagen und getötet. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss, auch Gott hat bestimmt, dass sein Sohn ans Kreuz gehen muss. Gottes Ratschluss bzw. Gottes souveräner Wille ist auch eben der es uns ermöglicht, das Geschenk der Rettung auch anzunehmen, zu empfangen. Es ist weder ein Zufall noch eine von uns getroffene eigenständige Entscheidung, dass wir jetzt zu Gottes Volk gehören. Wir haben uns nicht selbst eingegliedert, sondern es ist der souveräne Wille Gottes und der Wohlgefallen Gottes, der uns dies ermöglicht. Es ist der gute Wille von Gott, dass er möchte, dass sein Volk jetzt international ist, dass nicht beschränkt ist auf eine Nation, sondern dass wir auch teilhaben dürfen daran. Und für einige ist das vielleicht für euch eine einfache Wiederholung der Gnadenlehre, die wir gestern gehört haben, die wir in der Gemeinde auch hören, die wir als Gemeinde auch vertreten. Aber ich glaube, es ist immer wieder auch dringend notwendig, sich daran zu erinnern. Denn meint nicht, dass wir untätig sein sollen. In dem gleichen Zusammenhang, in dem wir unsere Errettung völlig dem Willen Gottes und den ewigen Ratschluss Gottes zuschreiben und das auch dem verdanken, genau im gleichen Atemzug müssen wir auch sagen, dass wir eine eigene und persönliche Verantwortung auch haben. Und diese wird auch in der Bibel beschrieben.
Denn irgendwann einmal in deinem Leben gab es mal Menschen, die aktiv geworden sind und Verantwortung übernommen haben und Initiative ergriffen haben und dir von Christus erzählt haben. Es gab Menschen, die dir von Christus erzählt haben. Um dir zu erzählen von der einzigen Quelle der ewigen und unvergänglichen Freude, so geheimnisvoll uns auch die Lehre der Gnade manchmal vorkommt, macht sie unseren Glauben oder geschweige denn Evangelisation nicht überflüssig. Das heißt, zieht nicht die falschen Schlüsse daraus und sagt, Gott hat schon alles bestimmt, Gott wirkt nur durch Gnade, ich kann nichts tun. Nein, Gott wirkt aus Gnade und deswegen kannst du evangelisieren. Und die Verkündigung des Evangeliums ist genau das Werkzeug, das Gott auch eingesetzt hat, um Menschen von der Blindheit und Verblendung dieser Welt zu befreien. Und die Versicherung, dass Gott so im Leben seines Volkes aktiv ist, erfolgt durch in den Versen 13 und 14 angesprochenen Heiligen Geist, den Geist. Drei Bezeichnungen werden hier in diesen Versen dafür genutzt. Erstens ist der Geist der Verheißung. Durch die alttestamentlichen Propheten und Jesus selbst hat er versprochen, seinen Geist zu senden. Versprochen, ihn zu senden. Und das hat er auch gemacht am Pfingsten. Und ebenso verspricht er auch heute jedem, seinen Heiligen Geist zu geben, der Reue zeigt, der glaubt und der sich zu Christus bekehrt. Zweitens ist er auch Gottes Siegel. Ein Siegel war damals und ist ebenso heute auch ein Zeichen für ein Eigentumsrecht. Für etwas, für jemanden, der sein Siegel auf etwas macht, damit man sieht, okay, es gehört dieser Person. Früher wurden Tiere wie Rinder, wie Pferde, Schafe, sogar Menschen, Sklaven, wurden mit einem Siegel gebrandmarkt, um dadurch zu zeigen, welchem Herrn sie gehörten. Das war ein äußerliches Siegel. Und ich will euch sagen, dass das Siegel Gottes nicht nur äußerlich ist. Ich glaube, dass wir dadurch, dass wir Christus kennengelernt haben, auch diese Liebe nach außen strahlen, dass Menschen uns erkennen, dass wir heilig sind, dass wir abgesondert sind, dass das zu sehen ist. Aber dass dieser Siegel hier meint, dass Gottes Siegel hier in unseren Herzen gewirkt hat, dass unser Herz dadurch in unserem Herzen eine Bestätigung gekommen ist, dass wir die Kinder Gottes sind, was wir auch in Römer 8, Vers 16 lesen dürfen. Und in Vers 17 lesen wir weiter, also in Römer, und wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und mit Erben Christi. Das heißt, die Voraussetzung, dass du erbst, das, was Gott dir hinterlassen möchte, das, was Gott dir geben möchte, ist, dass du ein Kind von ihm wirst. Und durch diese Kennzeichnung sind wir nicht nur sein Eigentum, sondern, wie ich gesagt hatte, seine Kinder und Miterben. Drittens ist der Heilige Geist Gottes Unterpfand. Das hatten wir in der Gruppenarbeit auch. Es ist quasi, ich hatte es mal so rausgelesen, es ist quasi eine Anzahlung Gottes für das Erbe. Es ist eine Anzahlung, es ist etwas, was er uns schon vorausgibt. Ich habe mal nachgeschaut und das im modernen griechischen Raum, so heute, diese Bezeichnung, also das alte Wort, was im Text drin steckt, eine Bezeichnung ist für den Verlobungsring, für das Versprechen, jemanden heiraten zu wollen oder jemanden, wird es heutzutage verwendet. Damals war das halt so im altertümlichen Sprachgebrauch, unter Handelsleuten, die Handel betrieben haben, könnte man den Begriff mit Anzahlung oder erste Rate oder Barzahlung oder Vorauszahlung halt übersetzen. Und in der damaligen Zeit bedeutet das auch, und ich glaube, es ist heute auch oft nicht anders, dass wenn du etwas angezahlt hast, du auch schon gesetzlich ein Anrecht darauf hast, auf den jeweiligen Artikel. Das heißt, du hast im Prinzip schon eine Garantie, weil die Anzahlung ja schon einen Teil des Kaufpreises ausmacht. Ein Verlobungsring verspricht zwar Heirat und sagt, die Heirat wird passieren, aber sie ist selbst nicht Teil der Ehe. Du kannst nicht sagen, ich bin verlobt und deswegen bin ich ein bisschen verheiratet. Eine Anzahlung für ein Haus dagegen ist mehr als eine Zahlungsgarantie. Es ist die erste Rate des Kaufpreises. Das heißt, wenn du sagst, ich habe ein Haus gekauft, dann kannst du sagen, ich habe eine Rate gezahlt, dann kannst du sagen, ich habe ein Haus gekauft. Muss ja keiner wissen, dass du die erste Rate gezahlt hast, aber du hast es schon in Anspruch genommen. Und so ist es, denke ich, mit dem Heiligen Geist auch. Indem Gott ihn uns gibt, verspricht er uns nicht nur unser endgültiges Erbe, was wir einmal empfangen werden, sondern gibt uns einen Vorgeschmack, einen Bruchteil des Reiches Gottes, des Reiches des Erbes, was wir jetzt auf Erden
bereits im Heiligen Geist empfangen haben, was wir endgültig dann empfangen werden, wenn wir bei Jesus sind. Und nach der Frage, wie wir nun Gottes Volk geworden sind, widmen wir uns jetzt der Frage, warum sind wir Gottes Volk geworden? Wir kommen also vom souveränen Willen Gottes zu seiner Herrlichkeit. Deswegen ist mein dritter Punkt, mein dritter Unterpunkt, Gottes Volk lebt zu Gottes Herrlichkeit. Paulus schreibt, dass Gott uns vorherbestimmt hat, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Epheser 1, Verse 5 und 6. Dass er uns zu seinem Erbe gemacht hat und uns berufen hat zum Lob seiner Herrlichkeit. Zu dienen, Epheser 1, Vers 12, und dass er sein Volk, das sein Besitz ist, sein Eigentum, eines Tages zum Lob seiner Herrlichkeit endgültig erlösen wird. Epheser 1, Vers 14. Das sind alles Verse, die wir gestern und heute gehört haben. Was bedeutet es nun, zu Gottes Herrlichkeit zu leben? Gottes Herrlichkeit ist die Selbstoffenbarung Gottes, als der ewige, gnädige Gott, der er ist. Und wie leben wir jetzt zu seiner Herrlichkeit ganz praktisch gesehen? Indem wir ihn mit unseren Worten und Taten tagtäglich anbeten und preisen und ihn dadurch andere, ja, und dadurch auch andere dazu veranlassen, das auch zu tun, das heißt zu evangelisieren. Und ihn auch ebenso zu sehen und zu preisen, Menschen für ihn zu gewinnen. Das ist der Wille Gottes für Israel gewesen und es ist heute für uns auch. Das finden wir in Jesaja 43, Vers 21. Dieses Volk, das ich mir gebildet habe, es soll meinen Ruhm erzählen. Es geht darum, Gott zu verherrlichen. In seinem Buch Gottes Leidenschaft für seine Herrlichkeit schreibt Jonathan Edwards den Grund, wieso er möchte, dass wir ihn verherrlichen. Wieso Gott möchte, dass wir ihn verherrlichen. Er schreibt, wenn Gott seine Herrlichkeit sucht, schaut er auf das Wohl seiner Geschöpfe, da die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit deren Glückseligkeit zufolge hat. Da er des Menschen Wohlergehen sucht, ist Gott durch die Vermittlung seiner Fülle mit sich selbst in Harmonie und Gemeinschaft. Gott ist ihr Wohlergehen. Ist das nicht schön, dass wir einfach wissen dürfen, dass Gott sich selbst verherrlicht und uns dadurch auch glücklich macht? Und so kommt alles, das wir in Christus haben und alles, unser gesamtes Erbe, was wir jetzt schon bekommen haben, was wir bekommen werden, kommt von Gott selbst und kehrt in der Herrlichkeit zu Gott zurück. Darum geht es, Gott zu verherrlichen. Es beginnt mit seinem Willen, mit seinem Ratschluss und endet mit seiner Herrlichkeit. Und das allein aus dem Grund, dass wir glückselig werden. Für mich ist es ein wunderbares System der Anbetung, wie ich das noch bei keiner anderen Religion, bei keiner anderen Glaubensrichtung so gesehen habe, wenn ich es mal so sagen darf. Und Gott, das sei auch nochmal dazu gesagt, Gott braucht uns nicht, um sich selbst zu verherrlichen. Er braucht uns nicht. Er ist in keinster Weise abhängig von unseren Gebeten. Er wird nicht größer oder kleiner, je nach der Anzahl der Gebete und der Anzahl der Taten, die wir hier auf der Erde tun. Aber er möchte, dass wir ihn anbeten und hat uns zudem noch so, hat das zudem noch so wundervoll gestaltet, dass wir darin selbst Freude finden können. Freude über die Fülle, über das Geschenk Gottes. Zum Beispiel im Psalm 119, Vers 111. Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe, denn sie sind meines Herzens Wonne. Und jetzt eine Frage an dich. Jetzt, wo wir uns darüber bewusst geworden sind, dass unsere Existenz als Christenheit einzig und allein dazu da ist, um zu Gottes Herrlichkeit zu leben. Wie ernst nimmst du das in deinem Alltag? Wie ernst nimmst du das, wenn du morgens aus dem Bett aufstehst und zur Arbeit gehst, zur Uni gehst, zur Schule gehst, zur Gemeinde gehst? Wie ernst nimmst du das? Wie präsent ist dieser Gedanke in deinem Kopf? Wie oft hast du schon einmal darüber nachgedacht, was kann ich machen, um noch mehr zur Herrlichkeit Gottes leben zu können? Hast du dich das überhaupt schon mal gefragt? Oder drehen sich deine Gedanken vielmehr um dich selbst? Um deine Sorgen, deine Ängste, deine irdischen Freuden, deine Gemütslage und um dein Wohlergehen?
Der bekannte Missionar und Märtyrer Jim Elliot äußert sich in einigen seiner Briefe, wie er sich das vorstellt, für die Herrlichkeit Gottes zu leben. Und ich habe hier mal einen kurzen Ausschnitt. Das ist recht bekannt von ihm, vielleicht kennen das einige. Er schreibt: Herr, zünde an den toten Reisighaufen meines Lebens. Gib, dass ich aufflamme und für dich verbrenne. Verzehre mein Leben, Herr, denn es ist dein. Ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten gleich dir, Herr Jesus. Das ist der Maßstab, den Jim Elliot nimmt. Das ist der Maßstab, den er sich für sein Leben gesetzt hat, um bestmöglich sein Leben dem Allerhöchsten, dem Gott über alles zu widmen, ihn dadurch zu verherrlichen. Meine Frage ist, welchen Maßstab hast du? Wie viel opferst du für Gott? Paulus weiß um unsere Blindheit, er weiß um die Blindheit der Menschen und um die Blindheit für die Herrlichkeit Gottes und betet für sie, dann ab Vers 15, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Ich lese noch einmal vor. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus, von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch, gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Haupt ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Nachdem nun Paulus von den herrlichen Segnungen gesprochen hat, die wir bis Vers 14 hören konnten, dass wir Erben Gottes sind, dass wir nun zum Volk Gottes hinzugetan wurden, dass wir nicht mehr Außenstehende sind, Außenseiter, sondern dass wir jetzt dazugehören, richtet er jetzt ein Gebet Richtung Himmel und bittet Gott um Erkenntnis. Es ist für mich auch, kleiner Punkt am Rande, ist für mich auch ein gutes Beispiel dafür, unser Gebet stets auch im Gleichgewicht zu halten, stets auch durchzogen, dass unser Gebet immer durchzogen ist von der Herrlichkeit Gottes und vom Lobpreis für den Herrn. So oft vergessen wir, dass wir beten immer für neue Dinge, wir beten immer für neue Segnungen, wir wünschen uns immer neue Sachen. Aber wir vergessen oft die Segnungen, die wir für Gott schon bekommen haben, weil wir zu wenig in die Schrift reingucken. Wir wissen einfach zu wenig darüber, was wir alles schon geerbt haben. Und Paulus findet hier meiner Meinung nach das perfekte Gleichgewicht, indem er zum einen Gott lobt und ihn preist und zum anderen auch von ihm bittet. In den Versen 11 bis 14 kommen die Worte von Paulus noch etwas unpersönlich oder allgemein rüber, könnten manche sagen, wenn er darüber schreibt, dass er sie das Wort der Wahrheit, dass sie das Wort der Wahrheit gehört haben und gläubig geworden sind, Epheser 1, Vers 13. Aber in Vers 15 klingt das Ganze vielleicht, also für mich war das so, klingt das vielleicht ein bisschen persönlicher, wo er schreibt, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und eurer Liebe zu allen Heiligen, führt das ein bisschen aus zumindest. In gleicher Weise spricht er übrigens auch zu den Kolossern und dankt und betet betet für sie auch in Kolosser 1, Vers 4. Das ist die gleiche Anrede. Und was mir hier auch aufgefallen ist, wenn wir uns den Satz nochmal durchlesen, nachdem ihr gehört habt von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus, von eurer Liebe zu allen Heiligen, für mich sind da zwei zentrale Tugenden, die mir auffallen. Das sind einmal Glaube und einmal Liebe, auf die er sich hier bezieht. Wir kennen den bekannten Vers aus 1. Korinther, deswegen nehmen wir die Hoffnung nochmal mit rein. Die Hoffnung sehen wir dann nochmal in Vers 12. Das ist bei dem bekannten Vers aus 1. Korinther 13, der oft bei Trauungen zum Beispiel verwendet wird, wo es heißt, nun aber bleibt Glaube, Liebe und Hoffnung, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen jetzt ein bisschen
weit hergeholt, aber mich erinnert das, dass die ständige Wiederholung dieser drei Wahrheiten von Paulus, und das hat er oft in den Briefen gemacht, er spricht oft über diese Themen, Glaube, Liebe und Hoffnung, das sind die Themen, zentralen Themen oft in seinen Briefen. Und ich glaube, man kann einfach nicht oft genug das sich durchlesen und wiederholen, nochmal klar machen, was heißt das überhaupt? Denn trotz der unaufhörlichen Dankbarkeit Gott gegenüber, die Paulus für die Epheser hatte, wo wir es auch am Anfang sehen, wenn er sagt, ich höre nicht auf zu danken für euch, ist er doch nicht so ganz zufrieden mit ihnen. Er ist nicht vollkommen zufrieden mit den Ephesern. Jetzt die Frage, was ist sein Anliegen? Was will er? Denn obwohl er für sie dankt, bietet er ebenso darum, dass sie erkennen. Vers 18. Paulus betet zu Gott, dass sie doch im größtmöglichen Umfang die Konsequenzen des Segen Gottes, den sie empfangen haben, erkennen. Denn dies ist unverzichtbar für ihre Heiligung auch, unverzichtbar für ihren Wachstum. Wir müssen erkennen, dass nur unser Wachstum in der Erkenntnis uns Wachstum in der Heiligung geben kann. Nur wenn wir erkennen, wer Jesus ist, können wir so werden wie Jesus. Wir müssen Gott erkennen, denn sonst werden wir blind sein und ihn nicht verstehen. Wir müssen Gott persönlich erkennen, das heißt die Wahrheiten über ihn und den Umfang seiner Herrlichkeit. Der Erweckungsprediger Adolphe Monod hat es so ausgedrückt. Erkenne dich selbst. Das ist das, was die Welt sagt. Nur das inspirierte Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, war in der Lage zu sagen, erkenne Gott. Aber diese Erkenntnis ist nicht ohne eine Offenbarung möglich, wie ich schon eingangs erwähnt hatte. Wenn dir niemand von Jesus erzählt, wenn dir niemand etwas offenbart darüber, dann kannst du es nicht erkennen, weil wir von uns aus tot sind. Wir können es nicht erkennen. Deswegen betet Paulus auch, dass Gott euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Vers 17. Der Heilige Geist ist quasi der Vermittler dieser Offenbarung. Er ist quasi der uns diese Erkenntnis überbringt. Und im Vertrauen in den Dienst des Heiligen Geistes betete Paulus auch weiter und sagte, er gebe euch auch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt. Und im biblischen Sprachgebrauch ist es so, dass wenn jemand über Herz spricht, über das Herz, dann ist meistens damit gemeint das innere Ich oder das Selbst oder der Mensch an sich ist gemeint. Das Herz war etwas Zentrales. Es ist für uns heute immer noch als zentrales Symbol, aber damals galt es der Seele, des gesamten Körpers, des gesamten Menschen. Und Gefühle und Verstand, alles ist damit eingeschlossen. Und so sind die Augen des Herzens, die er in diesem Vers auch benutzt, ganz einfach unsere inneren Augen. Das sind unsere inneren Augen, die geöffnet werden oder erleuchtet werden müssen, bevor wir überhaupt Gottes Wahrheiten begreifen können. Und Paulus drückt dies in drei Wahrheiten aus, wie wir erkennen. Und er möchte, dass sein Leser diese durch die Erleuchtung der inneren Augen erkennen. Diese Wahrheiten betreffen, das sind einmal jetzt wieder drei Unterpunkte, Gottes Berufung, Erbe und Macht. Oder auch, wie das der Text jetzt ausdrückt, die Hoffnung der Berufung, die Herrlichkeit seines Erbes und die Größe seiner Macht. Wir fangen an mit die Hoffnung der Berufung oder die Hoffnung der Berufenen. Ein zentraler Vers, der für mich dort gleich in den Sinn kommt, ist Römer 8, Vers 30. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Bekannter Vers, kennen viele von uns. Die Frage ist nun, wozu sind wir berufen? Also eins ist sicher, das kann ich dir schon mal sagen, schon mal vorwegnehmen. Seine Berufung ist nicht zufällig und nicht planlos. Sie ist nicht irgendwie einfach so geschehen, sondern sie ist geplant. Denn als er uns berief, hat er ein konkretes Ziel vor Augen gehabt. Er berief uns zu und für etwas. Zum Beispiel sind wir berufen,
zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus in Römer 1, Vers 6. Er berief uns dazu, heilig zu sein, rief uns mit dem heiligen Ruf, da ja der uns berief, selbst heilig ist und zu uns sagt, wie der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Gott ist so heilig, dass er dich ruft und dich selbst zu einem Heiligen macht. Etwas komisch, weil wir selbst würden uns nicht als heilig betiteln. Wir selbst wissen, dass wir Sünder sind, aber Gott nimmt uns den Status auf, dass er uns zu seinen Kindern macht und sagt, wir sind heilig, wir sind immer noch, wir sündigen immer noch. Versteht mich nicht falsch. Aber wir sind jetzt heilig geworden durch das Blut Jesu Christi. Und wir sind ebenso dazu aufgerufen, keine Sklaven mehr zu sein und uns wieder zurück zu begeben und wieder zurückzulaufen und uns unter die Knechtschaft der Sünde wieder zu begeben. Denn wir sind auch berufen zur Freiheit. Galater 5, Verse 1 und 13. Wir sind auch angehalten dazu, eine harmonische Gemeinschaft miteinander zu haben, weil wir auch zum Frieden in Christus berufen sind. Kolosser 3, Vers 15. Wir kennen das alle manchmal. Manchmal fällt es uns schwer, mit dem einen oder anderen einfach Frieden zu haben, mit dem einen oder anderen einfach klarzukommen. Und ich fand es heute wunderbar, deswegen habe ich es hier jetzt mitgenommen. Lukas hat heute auch einen Impuls gehalten heute, genau über das Thema Konflikt. Und das war mir auch hat mich die letzten Wochen auch beschäftigt gehabt. Und dass der Schlüssel letztendlich auch Liebe ist und Geduld. Das sind die beiden Schlüssel, die wir brauchen, wenn wir anderen begegnen, wo wir uns das nicht so vorstellen manchmal, dass es so läuft, ja, wie wir das wollen. Und ich glaube auch, dass Epheser 4 uns dazu beruft, einander in Liebe zu ertragen. Das ist das, was Epheser 4 sagt. Davon werden wir, ich glaube, Daniel, du hast die Predigt, davon werden wir von Daniel vielleicht noch etwas hören. Deswegen werde ich jetzt nicht auf den Abschnitt eingehen. Aber ich finde es ein wichtiger Punkt. Wir sollen uns einander in Liebe ertragen. Und selbst wenn wir auf Widerstand aus der ungläubigen Welt stoßen, Widerstand aus der Welt, sind wir dazu angehalten, nicht zurückzuschlagen, nicht diese Mentalität zu haben, so wie du mir, so ich dir, sondern uns Christus höchstpersönlich als Vorbild zu nehmen. In 1. Petrus 2, Vers 21. Sorry, 1. Petrus 5, Vers 10. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Und vor allem hat auch Gott uns zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus berufen. Das alles, diese ganzen Berufungen, die wir jetzt haben, das alles war in Gottes Sinn, als er uns berief und uns zu seinen Kindern machte. Er berief uns dazu, zu Christus selbst, er berief uns dazu zu leben, in Heiligkeit zu leben, er berief uns zur Freiheit, er berief uns dazu, in Frieden miteinander zu leben, er berief uns dazu auch zu leiden, wie wir jetzt auch in dem Vers gelesen haben, dass das auch dazu mitgehört, aber dass er uns nur so viel gibt, wie wir ertragen können. Und er berief uns auch zur Herrlichkeit. Einfacher ausgedrückt ist das eine Berufung zu einem vollkommen neuen Leben. Es ist nicht wie das alte Leben, es ist ein vollkommen neues Leben, in dem wir Christus jetzt kennen, ihn jetzt lieben, ihm gehorchen, ihm dienen und Gemeinschaft mit ihm haben und uns auch über das gegenwärtige Leiden hinaus versuchen, auf die Herrlichkeit Gottes zu schauen, dass sich eines Tages wirklich in all seiner Fülle uns offenbaren wird. Das ist die Hoffnung der Berufenen. Und deswegen betet Paulus darum, dass unsere Augen geöffnet werden, dass wir das erkennen. Wenn wir das erkennen, dann haben wir einen viel, viel einfacheren Stand vor Gott. Dann erkennen wir auch, was für einen Status wir haben. Dann erkennen wir, wo wir arbeiten können, auch an uns selbst. Jetzt Thema auch mit Konflikte. Und die zweite Wahrheit ist, dass wir die Herrlichkeit des Erbes Gottes erkennen. Also zweites Thema, die Herrlichkeit des Erbes Gottes. Jetzt haben wir gerade Vers 18 gehabt, Teil 1. Jetzt haben wir Vers 18, Teil 2. Teil 1 nochmal, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Und jetzt kommt der Part, der für uns wichtig ist, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist.
Wenn also Gottes Berufung seiner Heiligen auf den Beginn unseres christlichen Lebens zurückweist, das heißt da, wo wir auserwählt wurden zum Beispiel, dann weist die Herrlichkeit des Erbes Gottes auf das endgültige Erbe hin, welche wir in Zukunft dann empfangen werden. Also, wenn Gottes Berufung seiner Heiligen darauf hinweist, dass wir auf den Beginn unseres christlichen Lebens, da wo wir auserwählt wurden, da wo wir berufen wurden, dann ist die Herrlichkeit Gottes das, was am Ende kommen wird. Dann ist es das Erbe, was wir am Ende bekommen werden. Wie ich schon auch eingangs erwähnt hatte, wir sind Miterben in Christus. Das heißt, es wird nicht bei dieser Anzahlung bleiben, es wird nicht bei dieser ersten Rate bleiben, die er uns in dem Heiligen Geist geschenkt hat, sondern wir werden mit Christus zusammen den Lohn empfangen für seinen Opfertod. Offenbarung 7, Vers 9 malt uns ein Bild, wie das Ganze aussehen wird. Und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, das ist Jesus, bekleidet mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und weiter in Vers 14, das sind die, die aus der großen Trübsal gekommen sind. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und haben sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Und in Vers 16 weiter, sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Es wird sie weder die Sonne noch irgendeine Hitze treffen. Und das Lamm inmitten des Thrones wird sie weiden und sie zu lebendigen Wasserquellen führen. Und Gott wird ihre Tränen von ihren Augen abwischen. Nation und Herkunft wird keine Rolle mehr spielen. Sprachen werden keine Rolle mehr spielen. Dein Job, welchen du ausübst, wird keine Rolle mehr spielen. Dein Kontostand wird keine Rolle mehr spielen. Dein Aussehen, dein Charakter, dein Freundeskreis, deine Schulnoten, dein Ansehen bei den Menschen, das wird alles keine Rolle mehr spielen. Aber es wird eine Rolle spielen, welche Farbe deine Kleidung an diesem Tag haben wird. Es wird nicht nur eine Rolle spielen, sondern es wird ausschlaggebend sein. Denn nur wenn deine Kleider weiß sind und makellos, wirst du das Erbe empfangen. Nur dann. Nur dann wird Schmerz, Trauer, Angst und Zweifel in deinem Leben vergehen und sich unendliche Freude in deinem Leben breit machen. Freude, die dein Verstand übersteigt, die du jetzt noch gar nicht greifen kannst. Ist deine Kleidung nicht weiß und rein gewaschen, sondern schmutzig und dreckig und mit Flecken übersät, dann wirst du das Erbe nicht empfangen. Der eine oder andere sitzt hier vielleicht und denkt gerade über die Dinge in seinem Leben nach, die seine Kleidung beschmutzt haben. Vielleicht sogar über die Dinge, die sonst kein anderer Mensch weiß, die nur du weißt. Und vielleicht sitzt du auch gerade hier und bist gar kein Christ. Aber du weißt ganz genau, dass vieles in deinem Leben, was du gemacht hast und getan hast, dazu beitrug, dass dein Gewand schmutzig wurde. Selbst wenn du diesen Jesus, über den wir ständig hier sprechen, persönlich nicht kennst und gar kein Christ bist, fühlst du dich trotzdem so, als wäre irgendwas nicht in Ordnung in deinem Leben. Wenn du so jemand bist, dann ist die letzte Wahrheit, die Paulus in diesem Text anführt, für dich. Mein letzter Punkt, das Lobpreisteam kann auch gerne schon nach vorne kommen. Die Größe der Macht Gottes. Denn nur die Größe der Macht Gottes und das daraus entstandene Werk in Christus kann unsere Kleidung reinwaschen. Ich lese noch einmal vor, Epheser 1, die Verse 19 bis 23. Und was die überwältigende Größe seiner Kraft an uns ist, die wir glauben, nach der Wirksamkeit seiner mächtigen Stärke, durch sie hat er in Christus gewirkt,
als er ihn von den Toten auferweckt und ihn an seine rechte Seite in himmlischen Welten gesetzt hat, hoch über alle Fürstentümer, Gewalt und Mächte, über jede Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn der Gemeinde zum Haupt über alles gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wir können niemals unsere Kleidung alleine reinwaschen. Vielleicht geht das bei Textilien, geht das vielleicht. Aber es geht nicht bei deinem Herzen. Du kannst dein Herz nicht von dir aus selbst reinwaschen. Aber es gibt einen, der das kann, und das ist Jesus Christus. Er wird dich reinwaschen von deiner Schuld, von all dem Schmutz in deinem Herzen, wenn du zu ihm kommst, und er wird dir im Gegenzug sein Erbe geben, das Erbe, von dem ich gesprochen habe. Und du wirst teilhaben können an der unendlichen Freude, die er dir versprochen hat, teilhaben an dem Bild aus Offenbarung 7. Was musst du dafür tun? Einfach nur vertrauen und glauben. Jesus spricht in Johannes 11, Verse 25 und 26, und dann schließe ich ab. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich sterbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird niemals sterben. Jesus fragt, glaubst du das? Lasst uns beten.